Warte mal, was geht denn da? Was ist mit dir los? Kann ich mich da reinsetzen? Ergreife ich dich an, okay? Oh, Leute, ich glaube, der Arm ist nicht so nett. Er haut damit, man lasst es. Der steckt einfach fest. Wie lustig. Auf jeden Fall, Leute, wird es heute richtig ernst auf der YouTuber-Insel. Schaut mal nämlich, was ich vorhabe. Ich will heute hier meine Enderperlen nehmen. Die paar Stück, die ich hier noch habe. Ich würde sagen, wir nehmen hier erstmal 8 Stück, Leute. Und wir machen heute Eye of Ender. Ich würde doch sagen, doch nicht lieber so viel. So 4 Stück sollten reichen. Dann packen wir die wieder rein, weil wir gehen heute in den End. Leute, eigentlich wollten wir das mit allen YouTubern zusammen machen, aber ich habe mir überlegt, ich muss jetzt irgendwas verändern auf der YouTuber-Insel. Der Alpha-Clan musste wieder Präsenz zeigen und deswegen, Leute, müssen wir jetzt drastisch hier was verändern und einfach zum End gehen. Ich würde sagen, ich will auch heute den Enderdrachen alleine besiegen, Leute. Eigentlich darf ich das noch gar nicht machen, Leute, aber ich würde sagen, wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg zu dem Endportal. In welche Richtung müssen wir? In die Richtung. Hey, was machst du da? Gar nichts. Wo warst du? Irgendwie geht! Du hast nichts gesehen, okay? Alphastein, was machst du da? Warum willst du mich angreifen? Nein! Du hast gar nichts gesehen, okay? Was für Magier! Du willst dich nicht mit dem Magier anlegen! Was du wirst zwar schön für den Alpha-Clan arbeiten, hab ich gehört! Der große Magier! Für den Alpha-Clan! Für wen? Das ist Geschichte! Aber hey, wir sind immer noch Freunde, okay? Alles gut! Aber den Alpha-Clan gibt's auch jetzt wieder! Wir sind die Bösen! So, ich geh zum End! Oh, ich meine, sag das jemandem, okay? Das ist ein Geheimnis zwischen uns! Vergiss! Oh. Okay! Yeah! Alles gut, ja, ist ein Geheimnis zwischen uns! Ich sag's niemandem, ja? Okay, Leute, jetzt wird er mich wahrscheinlich nicht mehr verraten. Das sollte funktionieren. Leute, wo geht er hin? Ich glaube, der will ein Kamex verpetzen. Der ist hier hochgelaufen. Ey, stehen bleiben! Leute, läuft einfach lang, Mann. Bleib stehen, bitte! Nein, verpetz mich nicht! Nein, 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 der geht wirklich ganz nach oben. Ey, stehen bleiben! Du willst nicht verpetzen gehen, ich weiß es. Ey, du hast mich gerade getötet. Ich hab dich gesehen, Mann. Warum läufst du hier hoch? Nein, 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 nein. Hab ich nicht. Nein, lüg nicht. Weil du mich gerade getötet hast und deswegen werde ich das den anderen sagen. Und ich hab's gesehen. Ich hab gar nichts gemacht. Hä? Was kommt da hier auf einmal? Ich will zuerst zu iCrimex gehen. Und ich muss ihn stoppen. Ich muss ihn stoppen. Muss iCrimex. Ich hab in seinem Haus geguckt. Da ist er nicht. Vielleicht ist er bei dem Lieswaldgartsturm, Leute. Wir müssen da schnell hoch. Ja, Leute, ich wollte das wirklich in Ruhe machen. Davon darf jetzt keiner erfahren, Mann. Hallo? Glaube ich auch niemand, Leute. Hallo? Hey, Max Bro. Stein. Alpha Stein! Hey, Kumpel! Er sagt, du willst den Alpha-Clan wieder aufmachen und du willst ins End gehen. Hä, als ob er das alles gesagt hat, Mann! Das stimmt nicht! Ich will gar nicht zum End! Und warum hast du dann Enderaugen? Für die Ender-Chest! Ich wollte Ender-Chest craften und die hab ich auch schon! Ich weiß nicht, Mann, die ist mir ausgerutscht! Wir gehen erst zusammen ins End, erst am 4. Hey, das könnt ihr alleine machen! Ich gehe jetzt schon! Tschüss! Nein, ey! Ah! Hey, ich bleib stehen, Junge! Ich werde den Enderdrachen besiegen! Für den Alpha Clan! Endlich, Leute, wir sind zurück! Es hat lange gedauert, ich muss hier alles farmen, aber jetzt sind wir stark genug, Leute. Ich hab gesehen, wir haben kaum Schaden bekommen. Endlich können wir heute Action machen, Leute. Es geht jetzt richtig los. So, ich mache mir ein Boot. Ich muss ja in die Richtung gehen ungefähr. Bitte verschwende ich jetzt nicht die ganzen Enderaugen, weil irgendwie wurde das gerade nicht gedroppt. Das kann aber nicht sein, oder? Weil normalerweise müssen die wieder runterfallen. Keine Ahnung, Leute. Wir haben genug Enderperlen, das sollte trotzdem funktionieren. Wir schwimmen jetzt los und werden heute den Enderdrachen besiegen. So, Leute, ich werfe mir jetzt mein nächstes Enderauge. Ich hoffe wirklich, dass es wieder auf den Boden droppt. Und nicht für immer verschwindet. Wo ist es? So, in die Richtung. Und jetzt muss es eigentlich droppen. So, da ist es. Okay, das letzte ist irgendwie einfach verschwunden. Keine Ahnung, wo das hin ist. Ich habe es irgendwie verloren. So, aber das habe ich wieder und wir müssen jetzt in die Richtung. Oh, Leute, ich bin echt gespannt, wie es wird. Weil dann können wir uns endlich auch eine Elytra als erstes holen gehen. Und ihr wisst ja generell, im End gibt es da richtig krassen OP-Loot bei diesen ganzen Strukturen. Da soll ich werfen, mal die nächste Bütze müssen wir nicht durch den Berg. Doch, müssen wir. Vielleicht können wir da irgendwie hochschwimmen oder so. Oder können wir dran vorbeischwimmen? Ich glaube, das geht auch. Ich glaube, der Berg ist riesig, Leute. Nein, egal. Ich würde sagen, ich schwimme da einfach hoch, Leute. Für den End mache ich das jetzt. Das ist ein einmalig besonderes Video, Leute. Sowas gab es auf der ganzen YouTuber-Insel-Folge noch nicht, dass irgendjemand zum End geht. Oh, Leute, ich bin richtig gespannt, ob wir es hinkriegen. Weil wir haben eigentlich voll Nähzweitrüstung. Wir sollten das eigentlich überleben, oder nicht? Oh, und Emerald. Warte mal, Leute, jetzt holen wir meine Glücksspitzhacke. Und zack. Oh, das ist so viel zu nice geworden, Minecraft. Hier immer mit der Ender-Chest dabei, richtig gut. Und ich muss jetzt gleich, wenn wir beim Endportal sind, auf jeden Fall ein Bett platzieren, Leute. Falls wir draufgehen, damit wir die ganzen Items behalten und wieder da spawnen können. Das sollte auf jeden Fall richtig easy werden eigentlich. Und bei MBK müssen wir das auch rechnen. Der hat uns einfach verpetzt, Leute. Habt ihr es eben gesehen? Was soll das? Ich habe ihm extra gesagt, er soll das ihm nicht sagen. Aber egal, Leute, der Alpha-Clan ist jetzt eh stärker denn je. Die können uns nie wieder besiegen. Okay, Leute, wo müssen wir lang? Wo ist das Ender-Auge? Ey, ich hab's verloren. Nein, wo ist es? Hä? Bitte nicht, Leute, wo ist es gedroppt? Ich glaube, ich hab's verloren.
Nein, irgendwo in den Blättern drin. Das darf nicht wahr sein, bitte. Die sind so wertvoll. Nein, bitte nicht. Okay, Leute, ich glaube, ich hab's verloren. Ich sehe es hier nirgendwo. Keine Ahnung, wo das hier sein soll. Es ist auf jeden Fall weg. Ach Mann, das nächste Mal nutze ich jetzt lieber besser. Nicht in so einem Wald. Ja, Leute, ich habe jetzt noch mal überall geguckt. Ich finde es nicht mehr, schade. Was wird jetzt Zeit, die nächste zu werfen? Viele hätten wir noch. Ich glaube, wir hätten immer noch genug für ein Portal. Das sollte kein Problem werden. Sonst müssen wir im Notfall Enderman suchen und dann besiegen wir die. Okay, Leute, wo fliegt die nächste? Jetzt gucken wir genau hin. Wo ist die? In die Richtung. Okay, nice. So, drop wieder runter. Da haben wir die. Wir sind auf jeden Fall schon etwas näher, Leute. Okay, ich glaube, wir sind schon bald da, oder? Ich glaube, nach dem Berg könnte es eigentlich schon kommen, gefühlt. Aber dann müssen wir das Portal gleich noch finden und so. Nein, Leute, das wird auch ein bisschen wieder Aufwand. Müssen uns wieder überall gleich wirklich durchbauen. Wo sollten wir ihn kriegen? Okay, Leute, ich werde jetzt die nächste. Wo müssen wir jetzt lang? Immer noch da nach vorne. Okay, wir sind jetzt hinter dem Berg. Das hat richtig lange gedauert, hier rüber zu gehen. So, ich mach mal ein Auge wieder. Da haben wir es. Weiter geht's. Ich frage mich, wie weit ist das hier von unserer Hauptinsel entfernt? Ich glaube, ich bin schon locker 1 bis 2000 Blöcke weg. Haben wir noch einen Enderman gefunden? Dann nehmen wir direkt auch die Enderperlen mit. Falls ihr welche droppt. Nee, leider nicht. Okay, Leute, sind wir jetzt endlich da, bitte. Wo müssen wir lang? Immer noch. Oh, Leute, ich glaube, wir sind schon näher, weil jetzt ändert sich die Richtung ein bisschen. Okay, hier ungefähr lang. Oh, Leute, komm schon, ihr müsst doch schon irgendwo sein. Es ist schon wieder Tag. Wir sind jetzt schon ultra weit gelaufen. Ich würde euch auch hier gleich die Koordinaten geben, Leute. Damit die YouTuber auch ganz einfach da hier hinkommen können. Dann haben die Koordinaten schon. Jedes Mal, wenn die zum End müssen die einfach nur meinen Weg folgen. Okay, in welche Richtung müssen die jetzt, Leute? Okay, in die jetzt. Okay, die Richtung hat sich wieder geändert. Das heißt, wir sind schon richtig nah, Leute. Ich versuche jetzt hier mal im Wasser zu bleiben, Leute, wenn es geht. Weil dann können wir uns schneller bewegen. Okay, ich glaube, so lange wird das nicht mehr gehen mit dem Wasser. Schade. Wir müssen gleich hier irgendwo hoch. So, in die Richtung müssen wir. Perfekt. Ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, was die ganzen anderen YouTuber dazu sagen werden. Weil eigentlich ist das ja verboten, Leute. Vielleicht werde ich halt einfach von dem Projekt ausgeschlossen. Nein, das will ich eigentlich nicht riskieren. Eigentlich sollten die mich dann nur bannen, vielleicht für ein paar Tage oder vielleicht für immer, Leute. Oh, oh. Aber das ist mir egal, Leute. Ich tue das für die YouTuber-Insel. In den letzten Tagen gab es ja einfach viel zu wenig Action, deswegen muss ich jetzt was machen. So, Leute, wann sind wir endlich da? Ich bin schon ultra weit gelaufen. Wo ist überhaupt die YouTuber? Ich habe die schon längst verloren. Ja, wir sind richtig knapp da, Leute. Weil eben mussten wir eigentlich auch in die Richtung. Jetzt müssen wir auf einmal wieder hier lang. Das heißt, es muss hier irgendwo sein. Oder Ort sieht ja auch richtig schön aus für das Ende, Leute. Schaut euch das hier an. Okay, ich werfe das jetzt wieder. Jetzt müssen wir auf einmal hier lang, okay. Immer noch in die Richtung oder jetzt schon... Ja, schon wieder zurück, Leute. Wir sind ganz, ganz nah. Hä? Ist es jetzt auch wieder verschwunden, Leute? Es wurde nicht gedroppt. Habt ihr es gesehen? Ist einfach verschwunden in der Luft. Das kann nicht wahr sein. Nein, Leute, das nächste Enderauge ist auch weg. Wie kann das sein? Habt ihr es gesehen? Ist einfach verschwunden. Wirklich jetzt. Egal, Leute, das waren jetzt 4 Stück. Wir haben immer noch genug. So, wo müssen wir jetzt lang? Hier lang? Wo ist es denn endlich? Jetzt laufe ich mal kurz hier hoch, Leute, weil dann müsste es doch jetzt endlich die richtige Richtung hier zeigen, oder? So, jetzt müssen wir hier lang, okay. Aber es sieht schon sehr gut aus. Hey, ist wieder kaputt gegangen. Nein! Seit wann haben die das in Minecraft hinzugefügt, dass hier kaputt geht? Aber Leute, ihr seht es, wir haben noch viel zu viele davon. Ist gar kein Problem, wie gesagt. Wir werden es im heutigen Video endlich schaffen. Wir werden in den End gehen. Wir bräuchten eigentlich nur 12 Enderaugen und die, normalerweise sind schon welche im Portal drin. Das heißt, es sollte ganz einfach werden. Okay, hier ist es irgendwo. Hier ist es auf jeden Fall. So, Leute, drop it. Das ist wieder verschwunden. Habt ihr es gesehen? Aber es muss jetzt hier irgendwo sein, Leute. Ich bin mir 100% sicher. So, bitte geh nicht kaputt. Komm schon, bitte bleib. Bitte. Ey, das ist auch verschwunden, aber ich glaube, wir müssen jetzt eh hier runter. Eben hat es hier lang gezeigt, jetzt von da oben hier runter. Hier unten muss es sein, Leute. Let's go, lass uns runterbuddeln. So, ihr habt ihr nochmal die ganzen Koordinaten für die ganzen YouTuber, die hier mitspielen. Hier könnt ihr direkt zum End gehen. Jetzt müssen wir nur noch das Portal finden, Leute. Wo könnte das hier sein? Okay, hier bin ich jetzt in irgendeiner random Höhle gelandet. Da geht's runter und hier sind die Bücher, Leute. Let's go. Okay, wir sind hier schon mal beim End. Nein, warte mal. Oh, oh, da steht jetzt auch. Oh. Das ist schief mit, Leute. Nein! Nicht das hier. Oh, White Crimex ist auch online. Nein, da darf man es nicht sehen. Oh, oh. Wow, was sind denn für Bücher, Leute? Schaut mal. Ich nehme das Buch einfach mal mit, Leute. Ich habe keine Ahnung, ob das krass ist. Ich nehme auf jeden Fall richtig wertvolle Items hier mit. Ist hier nur eine Kiste oder sind hier noch mehr, Leute? Ich schaue eben noch. Ich will hier gar keinen Loot verpassen. Ganz wichtig. Warte mal, die ganzen Bücherregale, die kann ich auch abbauen. Fällt mir gerade ein. Oha, Leute. Die nehmen wir mit. Kann ich hier auch eigentlich hier mit der Spitzhacke abbauen? Dann kriege ich auch direkt die ganzen Blockbücher. Ja, genau. Dann nehme ich die so mit, Leute. Da geht zwar ein bisschen meine Spitzhacke kaputt, aber schaut euch an, wie viele Bücher wir haben. Das ist ja viel zu OP. Habe ich komplett vergessen. Zum Glück ist mir das jetzt noch eingefallen. Nice, Leute. Jetzt werden wir wirklich hier unendlich stark. So, komm, ich würde sagen, die restlichen Bücher baue ich einfach so ab, oder? Ich glaube, mehr Bücherblöcke braucht man nicht. So, 15 sollten jetzt reichen. 16 haben wir sogar. Den Rest baue ich jetzt so ab. Ich will hier ganz viele Bücher haben. Let's go. Die werden wir dann alle verzaubern können, Leute. Das wird noch viel zu krass. Und da oben ist noch eine Kiste, Leute. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Oh, da sind noch mehr Bücher drin. Was sind das für OP-Bücher? Krass. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die brauchen. Wir haben schon einen Stack Bücher, sehe ich gerade. Papier können wir noch mitnehmen.
sind wir auch natürlich mit. So, komm, die Golden Nuggets brauchen wir hier nicht und die kaputte Eisenspitzhacke. Wir haben eine Diamantspitzhacke, brauchen wir nicht. So, so Leute, jetzt haben wir schon 2 6 Bücher. Oha, wie viele wollen wir noch mitnehmen? Denkt ihr, das reicht erstmal? Wir können den Rest den anderen YouTubern da lassen, weil ich glaube, wir haben jetzt eh zu viel. So, okay, Leute, ich würde sagen, ich mache hier noch die 3 6 voll und dann gebe ich jetzt den YouTubern die Koordinaten. So, mehr können wir nicht mehr aufheben. Habt ihr die Koordinaten, wenn ihr hier hingehen wollt und Bücher fahren wollt? Ich habe, glaube ich, mit 3 6 erstmal ausgesorgt. Okay, Leute, wir müssen jetzt weiter suchen gehen. Wo finden wir das Portal? Haben wir die Kiste da oben schon aufgemacht? Ja, oder? Ja, die hatten wir jetzt schon geöffnet. Okay. Ah, hier geht's weiter. Let's go. So, Leute, wo finden wir das Portal? Komm schon, das muss hier irgendwo sein. Das kann nicht so schwer versteckt sein, Leute. Die sind, glaube ich, schon fast da. Warte, ich komme da vorne. Oder? Nee, hier ist noch eine Kiste nur, leider. Mit einem Goldapfel, wieso nicht? Den nehmen wir auch noch mit. Jetzt haben wir 4. Leute, es muss hier irgendwo sein. Ich spüre es schon. Hier geht's noch nach unten. Ich guck mal hier. Oh Leute, ich hoffe, Crimex verfolgt uns nicht. Ist auch auf dem Server. Oh, hier sind Knockback gesehen. So, hier haben wir Knockback 2. Brauchen wir nicht. Brot. Und nur Eisenrüstung. Schade. Nein, Leute, schaut hier vorne. Wir haben es gefunden. So, lass schnell den Spawn abbauen. Warte, können wir den mit Slick Touch eigentlich abbauen? Nein, können wir nicht. Er ist weg, Leute. Das darf doch nicht wahr sein. Oh nein. Leute, wir haben es endlich geschafft. Ich kann es nicht glauben. Wir sind hier beim Portal. Aber was? Hier ist nicht ein einziges Enderauge drin. Nein. Aber genug, ihr habt gesehen, Leute, wir haben in der Nightchest genug, deswegen mache ich hier hin. Okay, Leute, ich habe jetzt perfekt viel rausgenommen. Schaut hin, Leute, jetzt machen wir die letzten Enderaugen. Zack. Da haben wir die. Und jetzt gehen wir wirklich zum Enderdrachen, Leute. Oh nein, ich kann es nicht glauben. Also, ob wir das jetzt wirklich tun werden. Ich hoffe, du werdest jetzt nicht im Chat lesen oder so. Ich hoffe, da kommt keine Schief mit. Da haben wir das Portal. Oh, Leute, als ob es funktioniert. Niemals. Ich würde sagen, wir springen jetzt durch. 3, 2, 1, let's go! Oh, oh Leute, ich habe das Archiven bekommen, das Ende. Oh nein, das dürfen die nicht sehen, das dürfen die nicht sehen. Okay, Leute, ich habe jetzt erstmal einen Wasserheimer genommen. Dann können wir uns ganz einfach hier bei den Crystals da hochbauen. Obwohl, brauchen wir den überhaupt? Wir haben noch von den krassen OP-Burgen. Lass mal probieren, Leute, ob wir den vielleicht damit kriegen können. Wir sind ja einfach im Welt, Leute, das kann echt nicht sein. Wir könnten theoretisch auch voll die krassen Enderperlenfarben machen, oder nicht? Was geht jetzt mit denen? Ich glaube, wir wollen den Enderdrachen angreifen. Wieso? Okay, Leute, wie schnell können wir den jetzt platt machen? Ey, du greifst dich an, Mann, halt am Start sofort. Leute, ich glaube, ich muss die ganze Zeit tiefer gucken, damit mich die Endermänner nicht angreifen. Komm. So, ich muss die ganze Zeit essen. Komm schon, wir müssen das hinkriegen, Leute. Wann kommt der Enderdrache runter? Wir brauchen leider keine Betten dabei, dass wir es noch schneller machen können. Aber egal, Leute, ich werde es so schaffen. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt zu den Crystals hoch, oder? Wir können ja auch Wasser benutzen. Das sollte ganz easy werden. Oh, Leute, denkt, wir werden es schaffen, den Enderdrachen zu besiegen. Ich glaube schon, Leute. So schwer wird das nicht. Wir platzieren jetzt einfach Wasser. Muss ich einen Goldapfel essen? Ich weiß nicht. Ich ruhe jetzt einfach zack. Ach, das macht uns gar keinen Schaden, Leute. Das ist viel zu OP. So, dann noch hier rüber. So, ab und zu mal Wasser platzieren, falls uns der Enderdrache angreifen kommt. Damit wir nicht runterfallen, Leute. Ins Nichts. Obwohl, mit Feather Falling sollten wir auch eigentlich alles überleben, Leute. Das sollte gar kein Problem werden. Wir schaffen das. Hier ist das nächste Crystal. Und zack, haben wir auch zerstört. Ging auch ganz schnell. Können wir die auch eigentlich nicht einfach mit dem Bogen zerstören? Das geht doch auch, Leute. Wieso laufe ich hier die ganze Zeit hin? Und den letzten platzieren wir jetzt hier noch mit der Hand. Machen wir noch mit Hand kaputt. Zack. Und die letzten machen wir mit dem Bogen. Let's go. Guck mal, wie schnell das geht. Oh! Guck mal, wie schnell das geht, Leute. Das ist viel zu OP. Eins haben wir schon kaputt. Davon ist gleich das zweite. Komm schon, haben wir getroffen. Hier unten ist noch eins. Zack, da hinten. Leute, das wird wirklich viel zu easy. Das haben wir auch zerstört. Und nur zu den zwei da vorne müssen wir gleich rübergehen. Mal, wie schnell das geht, Leute. Das ist viel zu OP. Eins haben wir schon kaputt. Davon ist gleich das zweite. Komm schon, haben wir getroffen. Hier unten ist noch eins. Zack, da hinten. Leute, das wird wirklich viel zu easy. Das haben wir auch zerstört. Und nur zu den zwei da vorne müssen wir gleich rübergehen. Aber dafür müssen wir eigentlich nur eine Enderpelle werfen. Komm schon, ich treff's nicht. Wie schwer ist es? Hallo. Okay, Leute, irgendwie treffe ich es nicht. Dann lass ich wieder runtergehen. Oha, das ist zu Eis geworden, als ob. Hör, das wird die ganze Zeit so heiß, was soll das? Ich will mein Wasser wieder. So, let's go, lass hier runter. Dann gehen wir halt die letzten mit der Hand abbauen. Enderdrache, was hab ich? Hab dich gleich. Seht ihr, wie ich alle Pfeile daneben geschossen habe? Wie kann das sein? So, hier muss ich so oder so hoch, deswegen lass uns hier beigen. So, let's go, Leute, hier ist das nächste. Und zack. Ich glaube, ich habe noch genug Essen dabei, Leute. Irgendwie verliere ich gerade ein bisschen viel Hunger. Wenn ich hier zu viele Herzen verliere. Ich habe noch nicht mehr so viele Blöcke. Ich muss aufpassen, Leute. Oh, das sollten wir eigentlich alles schaffen. Kein Problem. Für den Alpha-Clan ist nicht zu schwer. Wir schaffen es. Und rüber hier. So, Leute, das ist das Vorletzte. Gleich haben wir es. Kann ich dich da oben einfach mit dem Bogen treffen vielleicht, wenn ich Glück habe? Ja, wir haben den. Let's go. Jetzt können wir den Enderdrachen angreifen gehen. Lass dich schnell runter, Leute. Wir machen den Platz. So, Leute, jetzt ist er wieder unten. Let's go, Angriff auf den Enderdrachen. Okay, Leute, let's go. Hier mit dem Bogen jetzt. Vielleicht treffen wir ihn beim Fliegen. Ey, haut damit Enderman. Okay, mit dem Bogen ist, glaube ich, viel zu schwer, Leute. Ey, schon wieder. Okay, ich warte einfach, bis er wieder gleich nach unten kommt. Und dann greifen wir den einfach mit dem Schwert an. Mit dem Bogen sollte es auch gehen, aber die Endermänner greifen mich an dem an, weil ich dann aus Versehen in die Augen gucke. So, zack, komm schon, mit dem Bogen treffen wir. Komm schon, ja, wir haben ihn getroffen, Leute, let's go. Nochmal getroffen, glaube ich, oh, der kommt nach unten, Leute. Let's go, wir können wieder angreifen gehen.
So, ich bleibe noch mit dem Bogen, solange ich es noch kann. Der kickt hier gerade alle weg. Und jetzt Angriff! Zack! Wow! Leute, wir müssen das überleben, komm schon! Ja, MLG! Easy! So, weiter Angriff hier. Zack, zack, komm schon! Okay, der kickt mich zu weit weg, Leute. Ich mach das lieber auf Distanz, würde ich sagen. Ich glaube, auf Distanz wird es ein bisschen einfacher. So, vor allem voll aggressiv geworden, Leute. Doch, ach, wir holen ihn jetzt einfach mit dem Bogen, Leute. Mit dem Schwert ist mir das gerade ein bisschen zu risky. Oh, die dürfen das gleich auf jeden Fall nicht im Chat lesen, Leute, dass ich ihn gleich besiegt habe. Oh nein! Dann werden die richtig wütend. So, Leute, es wird ein legendärer Moment. Gleich werden wir es als erstes auf der YouTube-Insel schaffen. So, Leute, schaut mal jetzt. Ich habe jetzt so einen Enderman-Schutzband gebaut. Jetzt kann ich mich nicht mehr angreifen gehen. Jetzt kann ich mir jetzt in Ruhe den Enderdrachen holen. Leute, noch ein paar Schüsse, dann haben wir den. Komm schon. Ich muss wirklich nur ein bisschen Aim haben. Der fliegt immer nach rechts und links, Leute. Das ist nicht so einfach, wirklich. Komm schon, Leute. Noch ganz wenige Hits. Wir haben ihn gleich. Oh, ich glaube, er fliegt wieder zur Mitte. Jetzt wird es einfacher zu treffen, glaube ich. Oh, Leute, ganz wenig noch. Wir haben ihn gleich. Komm schon. Da fehlt nicht mehr viel. Leute, wir haben ihn. Nein. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben den Enderdrachen besiegt. Oh, oh. Ich hoffe, es liegt jetzt niemand im Chat, Leute. Oh, ganz schnell. Wow, guck mal, wie viele Level hier sind. Let's go, Leute. Oh, wie viele haben wir jetzt? Ey, der Männer macht kein Auge. Wir haben ihn einfach besiegt. Okay, wo spawnt ihr dieses Teil, Leute? Ich will doch nicht in die normale Welt zurück. Ich will jetzt sofort mir eine Lytra holen gehen. Wo spawnt dieses Portal, Leute? Da hinten ist es Altenet. Oh mein Gott, als ob, Leute. Als ob wir es wirklich geschafft haben. Das war ja viel zu easy. Ich habe mir das immer viel schwieriger vorgestellt, Leute. So, wir nehmen jetzt einfach unser Holz, um uns hier rüber zu bauen. So, ich hoffe, wir haben noch genug Holz dabei. Doch, ein Stack, das reicht, Leute. Wir sind gleich da. Und gleich zeige ich euch noch einen richtig krassen Minecraft-Trick, wie ihr da reinkommt. Dafür braucht man gar keine Enderperle. Leute, schaut mal jetzt. Wir sind da. Und jetzt craften wir uns hier ganz einfach eine Trapdoor. Noch einfacher. Jetzt platzieren wir die einfach hier vorne hin. So, einmal ducken. Und let's go, Leute. Rein da. Oha, wir sind hier in der Welt, Leute. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Weil hier können wir, glaube ich, dann richtig heftige Items finden. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, damit ihr die nächste Folge auf jeden Fall nicht verpasst. Schaut bei den anderen YouTubern vorbei und dann würde ich sagen, tschüss.